Tangerine Dream gestoßen. How did you come upon Tangerine Dream? Why are you making a documentary about Tangerine Dream? Ja, ich wollte eigentlich einen Film über David Bowie machen und Arte hatte mich darum gebeten und ich hatte Bowie mal 2003 getroffen in New York und da hatten Edgar und ich schon telefoniert und dann sind die Jahre wieder ins Land gegangen und dann hatte Arte mich nochmal gefragt und der Film ist nie entstanden, aber da raus hat sich dann eine Freundschaft zwischen Bianca und Edgar und mir ergeben und ganz kurz Margareta says it was my intention originally to make a documentary about David Bowie, but David Bowie didn't have time at that time. And there was Edgar and Bianca were working with Margareta. They decided to make a documentary about their friendship and about Tangerine Dream. Und was auch sehr interessant war, weil eins muss ich sagen, wir haben uns getroffen in Wien. Wir haben am Telefon erst mehrmals gesprochen und wir haben uns in Wien getroffen und saßen wirklich 5 Stunden im Café. Und ich würde sagen, also Edgar hat mich ziemlich, also davon abgesehen, dass er auch ein paar Filme von mir gesehen hat, aber er hat mich ziemlich geprüft. Also er hat über Heiden, er hat über Quantenphysik geredet, er hat über Gott geredet, er hat über Kant geredet, er hat über Musik geredet, also über Bach geredet und ja. We met in Vienna, they met in Vienna, and Edgar put Margareta through the mill, as it were, with questions about Bach, about Haydn, Kant, and God. So the whole lot. He really wanted to know. Ja, und so hat sich das langsam entwickelt. Ich habe eigentlich ziemlich lange an diesem Film gearbeitet. Und wie ja viele wissen, es gibt ja auch noch eine neue Filmversion, die auch den Titel hat Revolution of Sound und ja, die auf der Berlinale auch gezeigt wird. Aber ich kann nicht sagen, warum. Ja, wir sind auf der Berlinale vertreten, jetzt im Februar, super, mit Revolution of Sound. Revolution of Sound will be present at the Berlinale Film Festival in Berlin in February. Ja, ganz herzlichen Dank, Margareta. Möchtest du noch was? Ich wollte auch noch mal kurz sagen, also ich weiß nicht, wie viele Fans jetzt hier sind, aber es gibt ganz viele Fans, die den Film unterstützt haben und also beide Filmversionen. Und ich möchte mich ganz herzlich da bedanken, weil ohne die Fans wäre das nicht möglich gewesen. Muss ich mal wirklich so ganz direkt sagen. Also vielen, vielen Dank. Wir haben eine Crowdfunding-Aktion gestartet, die sehr erfolgreich war. Ja, bei Indiewire Project of the Week war. Genau. Margareta would like to thank all her fans because it wouldn't have been possible without you, especially for the crowdfunding action. So, thank you. Ja, ganz herzlichen Dank, Margareta. Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zusammenzuarbeiten. Genau, wir haben wirklich sehr intensiv, ja, sehr intensiv zusammengearbeitet. Sehr, sehr eng. Sehr eng. Ja. Telefoniert. Ja, nicht nur telefoniert und im Filmarchiv getroffen. Es war eine schweißtreibende Arbeit, was wirklich. Aber eines muss ich noch sagen, wenn das jetzt vielleicht noch von Interesse sein sollte. Ich habe auch mit Edgar, also wir drei haben sehr viel über den Film geredet. Über die erste, und es war immer klar, es gibt eine kürzere Fassung, es gibt eine Langfassung. Und ich glaube, wir haben jetzt Edgars Wunsch doch jetzt erfüllt. Ja, das hat er sich immer gewünscht und ja, so. Bianca, Margareta and Edgar met many, many times and worked very intensively on the both of the films, the long version and the short version. And in Margareta's opinion, it's the work has been very, very worthwhile and the films are very, very good. And Edgar supported that in its full length. Jetzt mehr als 3 Jahre her schon, seitdem wir an dem Film arbeiten. Ja. They've been working on the film for 3 years, over 3 years. Danke dir ganz herzlich, Margareta. Danke. Thank you very much.
And applause for Margarita for this wonderful documentary.